Der Schock saß tief, als die Börsenkurse vor 10 Jahren in den Keller rauschten. Die US-amerikanische Lehman Brothers Bank war pleite gegangen und stürzte die Welt in eine dramatische Finanzkrise. Wäre das wieder möglich? Experten schwanken zwischen Zuversicht und Sorge. Es gäbe zwar Sicherungsmaßnahmen, aber eben auch neue Risiken. Ein Handelskonflikt, befeuert von Donald Trump, könne der Weltwirtschaft erheblich schaden. Und das ist nicht der einzige Grund, weshalb sich bei einigen ein mulmiges Gefühl einschleicht. New York. Von hier ging vor 10 Jahren eine Schockwelle durch die Finanzwelt. Das ist das Gebäude der ehemaligen Lehman Brothers Bank. Rückblick. Selber Ort, Sommer 2008. Mitarbeiter packen ihre Sachen, weil das Finanzinstitut über Nacht pleite ging. Grund: Der Häusermarkt war zusammengebrochen. Das Problem dabei: Viele Banken hatten Immobilienkredite an Kunden vergeben, auch wenn die gar nicht kreditwürdig waren. Die Darlehen hatten die Banken dann an andere Geldhäuser verkauft. Auch nach Deutschland. Als viele Kunden ihre monatlichen Raten nicht mehr zahlen konnten, saßen Banken weltweit auf fast wertlosen Immobilienkrediten. Nach der Pleite der bedeutenden Lehman Bank brach an den globalen Finanzmärkten Panik aus. Und heute? In das alte Lehman-Gebäude sind längst andere Unternehmen eingezogen. Und an der New Yorker Börse? Da läuft es. Der wichtigste Aktienindex in den USA, der Dow Jones, hat sich seit damals vervierfacht. Die Händler haben jedenfalls keine Angst vor der Krise. Ich glaube, es gibt Leute hier, die werden sich immer an die Krise erinnern. Die Älteren werden sie nie vergessen. Es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ihre Wertpapiere wieder so viel wert waren wie vor der Lehman-Pleite. Aber heute haben Investoren mehr Möglichkeiten. Sie können leichter breit gestreut investieren und ihr Depot etwa an einem Aktienindex ausrichten. Damit sind sie besser geschützt gegen so ein Ereignis. Und das ist die größte Änderung im Markt. Das Vertrauen ist also zurück. Auch weil sehr riskante Geschäfte nach der Krise verboten wurden. Die gute Stimmung liegt hier aber vor allem an der amerikanischen Notenbank Fed. Sie hat, wie in Europa die EZB, Banken viele Milliarden geliehen, zinslos. Auch um Unternehmen mit Geld zu versorgen. Und? Hat's funktioniert? Ja. Die US-Wirtschaft brummt. Das Problem: so viel geliehenes Geld. Das floss auch an die Börsen und treibt die Kurse. Kann das gut gehen? Oder stehen wir deswegen wieder vor einem Finanzcrash? In New York treffen wir Michael Kepler. Er ging in den 80er Jahren von Deutschland in die USA. Hier managt er Aktienfonds im Wert von über 1,5 Milliarden US-Dollar. Seine Strategie? Nicht so sehr in die Zukunft blicken, stattdessen Analyse. Ist der Kurs eines Unternehmens zu hoch, wenn man seinen Gewinn berücksichtigt oder den Schuldenstand? Vor dem Hintergrund gibt er Entwarnung bei den Unternehmensaktien. Ich sehe da eigentlich keine Gefahren jetzt von der Bewertungsseite am Aktienmarkt. Das heißt, die Gewinne sind in den letzten Jahren im Großen und Ganzen sehr gut mit den Kursen nach oben gegangen. Also einen Finanzcrash durch Spekulationen sehen Experten derzeit nicht. Doch gebannt ist die Krisengefahr deswegen keineswegs. Aber welche Gefahren drohen heute? Sandra Navidi, früher Investmentbankerin, beobachtet die US-Finanzbranche seit Jahren. Sie fürchtet, ein großes Risiko für die Märkte könnte wieder von den USA ausgehen. Wenn Präsident Trump weitere Schutzzölle einführt, könnten die zu einem Handelskrieg und dadurch einem Börsenbeben führen. So langsam wächst die Angst. Man ist noch nicht im Panikstadium, aber man hat große Sorgen, auch wegen des Handelskrieges. Man muss kein Ökonom sein, um zu durchschauen, dass das alles keinen wirklichen Sinn macht. Eine weitere Gefahr sieht die Finanzexpertin darin, dass sich wegen der niedrigen Zinsen nicht nur in den USA Unternehmen und Regierungen enorm verschuldet haben. Wenn die Zentralbanken die Zinsen hochsetzen, dann ist das sehr gefährlich, insbesondere für die Schwellenländer. Sie haben sich in den vergangenen Jahren stark verschuldet, insbesondere in Dollar. Das heißt, wenn die Fed anfängt, die Zinsen hochzusetzen, wird es dort wahrscheinlich viele Unternehmensausfälle, sprich Pleiten geben. Beispiel Argentinien, Juni dieses Jahres. Die Menschen demonstrieren gegen öffentliche Sparmaßnahmen. Die werden notwendig, weil der Staat, wie viele Unternehmen auch, Milliarden Schulden in Dollar und anderen Währungen aufgenommen hat. Die derzeit steigenden US-Zinsen erhöhen nun aber die Zahlungen für diese Dollarkredite.
und der Anteil dieser Kredite ist gewaltig. Die Schulden in fremden Währungen betragen rund 30% der gesamten Wirtschaftsleistung eines Jahres. Noch größer ist die entsprechende Schuldenbelastung zum Beispiel in der Türkei, 51%. Hinzu kommt, die Währungen beider Länder haben gegenüber dem Dollar massiv an Wert verloren. Dadurch müssen die Schuldner unterm Strich noch mehr zahlen. Käme es in der Türkei deswegen zu größeren Pleiten, träfe das auch Banken in Deutschland und Europa, denn sie haben viele Euro-Kredite dorthin vergeben. Es gibt also verschiedene Krisengefahren. Doch was würde dann passieren? Wie gut sind wir auf eine neue Krise vorbereitet? Die Euro-Länder haben auf die vergangene Krise mit Reformen reagiert. Die Banken werden strenger beaufsichtigt und sie müssen bei Geschäften mehr eigenes Kapital einsetzen. Deshalb sind sie heute tatsächlich weniger anfällig als früher. Davon ist Professor Isabel Schnabel, Expertin für Finanzmärkte, überzeugt. Allerdings gehen ihr die Reformen nicht weit genug. Aus meiner Sicht müsste das Eigenkapital der Banken noch deutlich höher sein, um unser Bankensystem widerstandsfähig zu machen gegen zukünftige Krisen. Doch die Banken in Deutschland und weltweit laufen gegen strengere Vorschriften Sturm. Die würden die Finanzinstitute zu sehr belasten. Es gibt in einigen Ländern ja sogar Deregulierungsbestrebungen, insbesondere in den USA. Und deshalb dürfte es politisch sehr schwierig sein, eine noch schärfere Regulierung im Moment durchzusetzen. Bisher haben strengere Regeln und das Verbot zu riskanter Geschäfte funktioniert. Trotzdem, wenn es doch wieder, aus welchem Grund auch immer, zu einer Krise kommen sollte, könnte die Ansteckung noch schneller als damals ablaufen. Wir sind anfälliger für eine neue Krise, weil einfach mehr Risiken im System sind, weil wir vernetzter sind, vor allen Dingen auch technisch und wirtschaftlich. Und das bedeutet, erst wenn es irgendwann zu einer neuen Krise kommt, werden wir letztlich wissen, wie gut wir wirklich gewappnet sind.